Podcast. Hallo und willkommen hier am Wahlabend zur neuen Folge vom KinoCast. Ihr habt richtig gewählt, ihr seid beim KinoCast. Folge Nummer 485. Mit mir ist wie immer die Kate. Hallo Kate. Hallo Erik. Jo, und wir haben ein paar Filme mitgebracht. In der Sneak waren wir leider nicht. Das hat irgendwie nicht so, irgendwie hat es nicht geklappt. Aber wir wissen trotzdem, was in der Sneak kam. Nämlich, Kate, was kam da? Lieber Leben. Das war quasi einer von den Tipps, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Ja, da geht es, glaube ich, um irgendeine Transplantationsgeschichte. Also jemand, der todkrank ist, wird irgendwie transplantiert oder irgendwie sowas. Oder vielleicht ist es auch nur der gleiche Titel. Ich habe es nicht ganz verstanden. Wenn ich mich da richtig erinnere, war das mit irgendeinem französischen Poetry Slam oder Rapper oder irgend sowas, wenn ich mich da richtig, ich hatte es ja irgendwie getippt gehabt, ne? Ja. Ja. Hast du da schon irgendwie Zahlen? Hat das den Leuten gefallen, oder? Ja, also ich habe jetzt gerade mal die Umfrageseite offen auf unserer Metropolis League Facebook-Gruppe. Er kam eigentlich mittelmäßig gut an. Also es gibt sowohl Votes mit 5 Punkten, aber auch Votes mit 8 Punkten. Also es liegt tatsächlich zwischen 5 und 8. Es gibt nicht mehr und nicht weniger Punkte. Okay. Jetzt habe ich gerade... Oh, bisher aber nur... ich wollte jetzt gerade mal die Filmbeschreibung mal raussuchen. Mhm. Aber Movie-Pilot... habe ich jetzt gerade irgendwie offen gehabt, ich weiß nicht warum. Die sind in letzter Zeit so überfrachtet mit Werbebannern und da wollte ich gerade klicken und hat es in dem Moment, hat die Seite verrutscht, dann war an der Stelle ein Werbebanner, wo eigentlich mein Link war zum Klicken, na egal. Also nach einem Unfall schöpft der traumatisierte Ben in Patience neue Hoffnung, vor allem durch die Menschen, die er im Krankenhaus kennenlernt. Achso, Patience, so heißt der Film original. Also schöpft der traumatisierte Ben durch Lieber Leben und so weiter. Seit dem Unfall ist er in physiotherapeutischer Behandlung und ist zu vielen alltäglichen Dingen nicht mehr in der Lage. Auf seiner Station lernt er jedoch viele neue Menschen kennen, die das gleiche Schicksal teilen wie er. Durch sie schöpft Ben neue Hoffnung, denn im Gegensatz zu seinen Freunden, von denen die meisten dauerhaft querschnittsgelähmt sind, könnte er sein Trauma überwinden und eines Tages wieder laufen. Er lernt schnell, dass er es nur mit Hilfe seiner neu gewonnenen Clique schafft, gesund zu werden. Klingt ja so ein bisschen wie Club der Roten Bänder. Und, ja. Oder wir hatten auch mal einen Film in der Sneak, einen deutschen Film, wo irgend so ein Bauarbeiter vom Gerüst gefallen ist oder so, weißt du, was ich meine? Mhm, ja. Der dann irgendwie im Rollstuhl gelandet ist oder so mit, und dann auch in seine Clique irgendwie, naja. Okay, aber ja, ich habe jetzt auch gerade die Wertung offen. Also zwischen 5 und 8 Punkte haben die Leute gegeben. Mhm. Tendenz eher zu 7 bis 8 Punkte. Also 5 und 6 haben sehr wenig nur gegeben. Scheint ja doch ganz gut gewesen zu sein. Mhm. Und ja gut, wenn wir jetzt einmal hier auf der Seite sind, können wir gleich mal noch die Sneak-Tipps machen für die nächste, für morgen quasi, wo ich auch wieder nicht gehen kann, weil da ist Elternabend. Ah, wie es halt so ist. Ja, ich werde wahrscheinlich auch nicht gehen. Immer diese Lehrer. Schlimm. Montagabend, ne? Wie ist da der Tipp? Der Tipp für die nächste Woche lautet Rache, bis der Arzt kommt. Okay. Und du, Erik, bist der Einzige, der bis jetzt schon wieder, hat. Leute, das geht doch nicht. gut, vielleicht gehen die anderen auch alle nicht in die Sneak. Ich habe einmal getippt, Borg McEnroe, hier diese Tennisgeschichte, da spielt auch der eine hier Bekannte mit, da. Shia LaBeouf. Genau, der spielt da den, ich glaube, Andy Borg, oder? Ja. Aber beim Raussuchen ist mir dann eigentlich noch der richtige Tipp eingefallen, nämlich Darkland. Und zwar, da geht es um einen Arzt, der Rache nimmt. Da ist irgendwas Schlimmes passiert und ja. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier bei Moviepilot, ich habe die Seite immer noch auf, ich hätte mal eine andere Seite nehmen sollen, ob ich da was zu der Story finde. So, Darkland. Im dänischen Action-Krimi Darkland gibt Dar Salim sein privilegiertes Leben auf, um sich als maskierter Kämpfer für seinen toten Bruder zu rächen. Er hat alles erreicht, was er sich nur wünschen konnte, arbeitet als Chirurg in Kopenhagen, ist überall anerkannt und in Kürze erwartet seine Frau das erste gemeinsame Kind.
Nur sein Bruder Yassin will nicht so recht in diese heile Welt passen und so versagt der ältere Bruder dem Jüngeren die Hilfe, als dieser ihn um Geld anbittelt. Kurz darauf findet man seine brutal zugerichtete Leiche. Die schwedische Polizei zeigt sich wenig interessiert, den Fall aufzuklären. Von Schuldgefühlen getrieben begibt er sich auf eigene Faust als maskierter Rächer in die Unterwelt, um die Gang zur Rechenschaft zu ziehen, die sein Bruder auf dem Gewissen hat. Doch sein Feldzug gegen die Bande zieht auch bald Kreise in Saids Oberschichtleben und er muss sich die Frage stellen, wie weit er dieses Spiel tatsächlich treiben will, um nicht seine eigene Familie zu gefährden. Ah, genau, das klang schon sehr danach, wie als könnte es da irgendwie auf den Tipp passen, finde ich. Der Tim hatte nämlich auch schon geschrieben, müsste Darkland sein. Ja, das klingt ja ziemlich gut. Also mich würde der Film tatsächlich sehr interessieren sogar. Aber ja, Elternabend. Ich muss sogar hin diesmal. Wie jetzt? Ich muss. Du musst das dann schon nur sitzen. Diesmal ist Papa-Sache da. Das wird nicht ohne Ohrfeigen ausgehen. Ja. Aber gut, schauen wir mal. Aber wir haben natürlich auch noch ein paar andere Sachen mitgebracht hier. Und zwar Heimkino. Aus dem Heimkino. Heimkino heißt Blu-ray-Auswertung, DVD, Streaming-Services oder lineares Fernsehen, was es nicht so alles gibt. Ich habe zum Beispiel geschaut einen Film, der heißt The Accountant. Ein Film, den ich schon längere Zeit mal sehen wollte und ich bin jetzt irgendwie, weiß nicht, wie es passiert ist, dass ich den jetzt mal geschaut habe, irgendwie bin ich jetzt dazu gekommen und da lag eine Weile so ein bisschen bei mir auf Lager. Der Film ist gedreht von Gavin O'Connor, der hat ja doch schon mal ein paar ganz gute Filme gemacht in der Vergangenheit. Hauptrolle spielt Ben Affleck und Anna Kendrick ist noch mit dabei und J.K. Simmons und wie heißt der Papa von Angelina Jolie? John Lithgow ist mit dabei. Es geht darum, dass Ben Affleck, er wird uns gezeigt, als er noch ganz, ganz jung ist. Und da wird schon gezeigt, dass er so ein paar, ja, autistische Tendenzen, würde ich mal sagen, hat. Und die Familie, die geht dann auch zu Ärzten und wollen sich da irgendwie beraten lassen. Und der Vater will das aber nicht so richtig, dass er da in irgendeine Therapie kommt. Und der Vater ist bei der Armee. Also die müssen auch alle 4 Jahre irgendwie den Standort wechseln. Und das ist halt auch alles ganz schwer für ihn, weil gerade mit seiner, mit seiner Störung, sage ich jetzt mal, das macht es ihm halt unheimlich schwer, sich jedes Mal wieder irgendwo in was Neues reinzufinden. Er bräuchte halt eher ein geregeltes Leben, ja, und nicht immer diese ständigen Wechsel. Und wir erfahren dann so in Rückblenden, dass sich sein Vater verstärkt um ihn und seinen Bruder, also er hat auch noch einen Bruder, gekümmert hat. Und sein Bruder ist aber anscheinend ganz normal. Und er wird uns dann aber dargestellt, mehr oder weniger in der Jetztzeit. Und die Sachen aus der Kindheit werden so in Rückblenden erzählt. In der Jetztzeit ist er nämlich ein ziemlich guter Buchhalter und Consultant, der relativ schnell mathematische Zusammenhänge gut erkennen kann, weil er eben so hochbegabt ist und ja, so eine Inselbegabung hat, sodass er halt häufig mal zu irgendwelchen Firmen gerufen wird, die irgendwelche Themen haben mit der Steuer oder mit der Buchhaltung oder irgendwelches Geld ist irgendwie versickert und die wissen nicht wie und dann rufen sie ihn halt als Steuerberater. Parallel dazu hat er noch ein kleines Doppelleben, weil er nämlich nicht nur das, was er auf der offiziellen Payroll für die Steuer macht, nämlich diese Beratungen für normale Firmen, inoffiziell arbeitet er auch noch mit sehr zwielichtigen Personen zusammen und hilft ihnen dann so ein bisschen bei der Geldwäsche und bei solchen Themen, so ähnlich wie bei Ozark oder wenn da halt irgendwie Geld verschwunden ist, ja, das wieder aufzudecken. Und da ist er natürlich in Kreisen unterwegs, da muss man schon sehr vorsichtig sein. Aber wie wir dann auch so ein bisschen aus der Vergangenheit erfahren haben, sein Vater hat ihn nicht nur, ja, oder hat ihn auch hauptsächlich auch im Thema Kampf und
Kampf und Abwehr und Anschleichen und sowas und solche Sachen mit ausgebildet, weil sein Vater war da irgendwie in so einer Spezialeinheit. Und als dann Ben Affleck eines Tages mal in so eine Robotikfirma gerufen wird, wo der Chef John Lithgow ist, wo Geld verschwunden ist, also die können sich bestimmte Sprünge nicht erklären, also im Umsatz und Gewinn, dass der Umsatz einbricht, der Gewinn bleibt gleich und sowas. Und das Ganze kurz vor einem geplanten Börsengang, sodass sie ihn um Hilfe rufen und er deckt das dann halt auch relativ schnell auf, aber irgendwie fangen dann plötzlich um ihn rum die Leute an mit Sterben und das Ganze zieht dann ziemliche Kreise. Ich will mal nicht viel mehr verraten, das ist eigentlich noch gar nicht so wahnsinnig viel von dem Film jetzt, weil das zieht dann echt noch ziemlich weite Kreise. Ich fand, Ben Affleck hat hier wieder mal richtig gut gespielt. Er bringt das absolut gut rüber. Ich meine, so jemand, der so ein bisschen autistisch ist und nicht viele Gefühlsregungen zeigen muss, ist, glaube ich, das, was er am besten kann. Er ist ja nicht so der Freund der großen Mimik und Gestik. Und da passt das eigentlich relativ gut zu ihm. Mit Anna Kendrick bekommt er einen ganz guten Sidekick hier rein. Und es ist auch so vom Dreh her, wie alles so gemacht ist und aufgebaut ist, verdammt cool gemacht und sehr, sehr spannend auch. Also wenn eben nicht so diese ganzen Themen so langweilen. Also wer gerade jetzt die Serie Ozark geschaut hat auf Netflix, dem wird hier dieser Film The Accountant auf jeden Fall auch sehr gefallen, denke ich. Wie es mir auch gefallen hat. Und gerade so diese ganzen Verwicklungen und dann ist auch sehr viel mit Anschleichen und Kämpfen und die einen, die sichern da irgendwie ein Haus und er versucht da irgendwie einzudringen und hat da so ganz eigene Mittel, die ihm da zur Verfügung stehen. Ich dachte am Anfang, in welche Richtung geht denn jetzt der Film, weil am Anfang war halt alles so eher so zahlenlastig und Papier und Durchsuchen von irgendwelchen Unterlagen. Aber auf dem Cover von der Blu-ray ist ja außen schon der Ben Affleck mit so einem Gewehr, mit so einem Scharfschützengewehr zu sehen, da dachte ich, irgendwas wird da schon in der Richtung noch kommen. Und das kam dann auch ziemlich komprimiert, dann spätestens so ab der Mitte und gegen Ende auf jeden Fall. Ziemlich gut gemacht, der Film. Also hat mich sehr begeistert. Hast du schon mal was davon gehört? Ich habe es schon davon gehört und habe auch schon den einen oder anderen Hinweis auf Sky gesehen, dass der jetzt aktuell läuft. Ich habe ihn sogar programmiert zum Aufnehmen, dass ich ihn mir mal im Heimkino angucken kann. Also Interesse hatte ich schon dran. Ich wusste gar nicht, dass der jetzt auf Sky läuft, weil ich hatte den hier auf Sky gesehen. Eine Rezensionsdisk hier liegen. Okay. Ich habe gesehen, dass er jetzt auf Sky läuft gerade. Da hätte ich den ja auch dort gucken können. Ich hab auch in OV geguckt. Hier auf der Blu-ray waren deutsche Untertitel. Fand ich ziemlich gut dann auch. So die echten Stimmen da zu hören. Ja, ich sehe gerade bei Movie Pilot, da gehen die Bewertungen der User und der Kritiker ziemlich weit auseinander. Die Kritiker liegen so bei 5,4 von 10 und die User bei 7,2 von 10. Also scheint es den Usern an sich besser zu gefallen als den Kritikern, die da doch sehr manchmal so auch andersrum. Schönes Ding. Ich lese gerade auch so ein bisschen hier quer, was der Film für eine Story hatte. Sollte eigentlich jemand anders erst spielen und andere Regie führen und dann ging das hin und her und so. Okay. Fand ich aber jetzt ganz gut so, wie es gemacht wurde und ich kann den Film durchaus empfehlen. Der geht allerdings 128 Minuten, also etwas über 2 Stunden. Mich hat er trotzdem durchweg gut unterhalten. Da gab es jetzt nicht irgendwelche Szenen, wo ich gedacht hätte, boah, das war jetzt irgendwie ein bisschen zu lang oder so. War ziemlich cool und ich gebe sogar, 7,5 von 10. Ich lege mich mal noch über die Community hier. So, ich trage es auch bei uns hier ein, 7,5, dass ich es nachher noch weiß. Du hast einen Film mit Störchen geguckt, die ja jetzt auch gerade sich auf dem Weg langsam in den Süden machen. Ich habe den Film Störche, Abenteuer im Anflug angeschaut. Der kam nämlich auf Sky. Und ich habe da reingesetzt, da hat er gerade angefangen und dachte, ach, jetzt guckst du den nochmal an, der ist doch bestimmt ganz süß. Worum geht's? Wie der Film schon sagt, es geht um Störche, denn die Legende besagt schon seit Ewigkeiten, dass Babys von Störchen zu ihren Familien gebracht werden. Zumindest war es mal so.
Denn mittlerweile ist es ganz anders. Denn die Vögel haben beschlossen, das mit den Babysachen an den Nagel zu hängen und Paketzusteller zu sein. Und zwar von einem großen Online-Versandhaus. Und der Hauptcharakter, der kleine junge Storch Junior, macht das ziemlich gut. Also seine Leistungen sind überdurchschnittlich gut und er hofft auch bald auf eine Beförderung. Aber dummerweise geschieht ein Missgeschick, denn versehentlich geht irgendwie die Babymaschine in Gang und plötzlich hat er da ein kleines, süßes Kind sitzen, so ein Babyle. So, und jetzt, was machen wir damit, bevor es der Chef mitbekommt? Na klar, ausliefern ist ja quasi wie ein Paket und er ist ja der beste Paketauslieferer. Deswegen macht er sich dann auf den Weg mit seiner Kumpeline zusammen, die er hat, und versucht dieses Kind auszuliefern, was sich als schwieriger erweist als gedacht. Und die Frage ist natürlich auch, die Familie, wo es hingeht, was ist denn das für eine Familie, wo kommt, wer hat sich denn das, dieses, also wer ist dann das und so. Und dann wird auch noch ein bisschen ein Blick auf diese Familie geworfen und das ist eigentlich ganz süß gemacht, denn die Eltern sind ziemlich Workaholics und der vorhandene Sohn schlägt die so ein bisschen selber durch und versucht immer so Abstimmungen zu treffen, so wenn ihr jetzt noch 2 Stunden arbeitet, dann tut ihr aber nachher eine halbe Stunde spielen. Und es klappt wohl ganz gut, aber er wünscht sich ein Geschwisterchen zu spielen, deswegen landete auch der Wunsch und der Brief bei den Störchen. Und das wird so ein bisschen erzählt, während wir eben diese Auslieferung dieses Paketes verfolgen dürfen. Und das ist auf eine sehr süße und sehr lustige Art und Weise gemacht. Ich muss schon steinweise sehr lachen. Denn es gibt immer wieder während im Verlauf Fragestellungen so, warum machen wir das jetzt hier eigentlich? Und wieso müssen wir das jetzt so machen? Und so. Und die Antworten darauf sind einfach immer so simpel. Und auch die Antworten, also der Vogel dann direkt, also der Junior direkt gibt, sind einfach so klar und so strukturiert und also wirklich sehr kindlich, so einfach gedacht. Und das bringt der Film total süß rüber. Er war für mich ein bisschen schnell erzählt, fand ich. Ist aber halt auch, weil es ein Kinderfilm ist. Da ist ja das Sitzfleisch nicht so gut, dass man da wirklich länger und genauer darüber berichten kann, über die einzelnen Sachen. Er war relativ rasant, der Film. Bunt, sehr bunt. Denn diese Kinder in diesen Animationsfilmen haben, oder generell diese dargestellten Menschen haben ja nicht einfach nur so ganz normales Leben, sondern sehr ein buntes Leben. Die haben auch lila Haare oder blaue Haare und das ist alles sehr, sehr quirlig, aber süß. Also ich kann das wirklich, kann den wirklich empfehlen. Wer Kinder hat, setzt euch mal sonntagnachmittags aufs Sofa und schaut diesen Film mit euch. Aktuell läuft er auf Sky. Nehmt ihn auf, schaut ihn euch an. Der ist wirklich für groß und klein. Einfach süß. Anscheinend geht es ja auch ohne Kinder. Ja, Also gut. theoretisch geht es auch ohne Kinder. Oder hat das Wie gesagt, ich bin Hundekind halt hängen mitgeguckt? geblieben, weil es süß war. Hat das Hundekind mitgeguckt? Dachte, Hundekind hat mitgeguckt, Ach ja. so. Das ist ja Ja, vom nee, also. Regisseur Nicholas Stoller, der hat ja Bad Neighbors gemacht und Männertrip und sowas. Ja. Ist es denn sehr kindgerecht oder sind noch ein paar Scherze für Erwachsene drin? Ich würde eher sagen, es ist sehr kindgerecht. Okay. Also gerade, also, es ist auch sehr fantasievoll gemacht. Also gerade, dass dieser kleine Junge sich eben ein Geschwisterchen wünscht und dann halt diese Anleitung findet, wie Eltern, also er findet auf dem Dachboden ein uraltes Prospekt von den Störchen, das sie ja die Kinder bringen, und schreibt dann dort einen Brief hin. Und dann ist halt eine Anleitung, was er tun muss, damit die Störche auch das richtige Haus finden. Und dann fängt er da an, auf dem Dach rumzuwerkeln, während seine Eltern da drin arbeiten und die wundern sich, wo kommt der Lärm her? Also es ist sehr, sehr, sehr süß gemacht und auch sehr kreativ gedacht. Also wie dann das Haus zum Schluss dann auch aussieht, das ist wirklich eigentlich ganz süß. Es ist sehr kindgerecht. Also ich habe jetzt keinen irgendwie Scherz entdeckt, der so doppeldeutig oder so ist. Ja, ja, das hat man ja oft bei Filmen, die eben gerade auch dafür ausgelegt sind, dass die Eltern auch ihren Spaß haben. Hier ist es wirklich so, dass es einfach nur um die Geschichte geht, um die Süßheit
dieses Kindes und die ganze Geschichte, also auch dieses, was vielleicht nicht so bei den Kindern ankommt, ist der Sinn dahinter. Also auch diese Side-Story, dass eben die Eltern so viel arbeiten, ja, und dass sie sich doch lieber auf ihr Kind fixieren sollten, weil es viel, viel schöner ist, diese Zeit mit dem Kind zu verbringen, als sich in Arbeit zu stürzen. Das ist so ein bisschen die Side-Story, die die Eltern wahrscheinlich dann mitkriegen sollen, ja. Was ich ganz war auch wieder ganz goldig gemacht war. Ja, schaut ihn euch mal an. Er ist wirklich goldig. Also ich hätte nicht gedacht, dass er so süß ist. Hast du den im Original geguckt oder auf Nee, ich Deutsch? hab ihn mit Synchronisation geguckt. Weil im Original hat er richtig einen illustren Cast an Sprechern. Ja. Zum Beispiel Andy Samberg von Brooklyn Nine-Nine oder Kelsey Grammer von, ach, wie hieß es? Die Serie, warte mal. Muss ich mal kurz gucken. Und ja, kurz bei IMDb mal klicken hier, wie die Serie Ich hieß. finde aber, die deutschen Stimmen jetzt auch nicht unbedingt Jennifer schlecht mit. Aniston, Ty Ja. Burrell von Modern Family. Keegan-Michael Key, Danny Trejo, der Messermann von El Mariachi. Jetzt geht die Seite nicht auf. Ist hier was los? Kelsey Grammer, Mensch, wie ist denn seine Serie, die bekannte, wo er die ganzen Preise gekriegt hat? Sag ich halt mal so lange was für den deutschen Stimmen. Das sind nämlich unter anderem Genau. Nora Tschirner und Rick Cavanian. Finde ich auch nicht schlecht. Sehr gut. Frank Rosin spricht sogar. Boss hieß die Serie. Boss hieß Boss, die ja. Serie. Jetzt fällt es mir ein. Ja, Frank Rosin hatte ich auch irgendwo gelesen. Der spricht einen von Ich glaube, ich werde es mal den mit gucken. Das lief ja jetzt am Wochenende irgendwie zum ersten Mal auf Sky. Ich werde Ich, das ja, bestimmt ich mal glaube, irgendwie das war jetzt am aufnehmen. Samstagabend die erste. Ich glaube, heute kommt es in 24. Ah, Im okay. Sky 24. Müsste eigentlich jetzt gerade anfangen. Okay. Blöd. Dann wird es Ja, ja da jetzt kommt er schon noch mal. laufen. Ja, aber läuft bestimmt noch mal. Tatsächlich, Störche, Abenteuer im Anflug, Echt? läuft gerade. Also ich glaube, da hätte dein Kleiner auch Spaß dran. Ich kann es mal ohne Ton hier laufen lassen. Süß. Ich habe gerade nämlich versucht, in der IMDb mal zu schauen, welches Animationsstudio dahinter steckt, aber ist wohl das von, ist das nicht das von Sing und von Trolls und von Angry Birds? Könnte sein. Das kann durchaus Obwohl, sein, nee, da sind Sing ist ja wieder. definitiv Parallelen dabei. Warte mal, Sing ist ja wieder was anderes gewesen. Ah, steht das hier irgendwo? Red Pack, Warner Animation ist das. Okay. Ja, ich habe auch noch tatsächlich noch eingeschaut. Den hatte ich mir vor längerer Zeit mal aufgenommen, irgendwie auf Sky. Der lief da irgendwo auf Sky Emotion oder irgend sowas. Einen deutschen Film mit Dieter Hallervorden in der Hauptrolle. Und nachdem wir letzte Woche oder vor 2 Wochen das Thema hier mit Didi der Doppelgänger hatten und sowas, habe ich dann doch mal den Film gestartet. Den hatte ich mir so ein bisschen aufgehoben, weil thematisch ist mir schon ungefähr klar gewesen, was mich da erwartet. Und das wollte ich nicht auf leichte Schulter nehmen, das Thema. Und habe das irgendwie so ein bisschen vor mir hergeschoben und das hat dann irgendwie mal gepasst. Da habe ich den jetzt angefangen zu schauen. In sein letztes Rennen spielt er einen, also er lebt mit seiner Frau zusammen. Die beiden sind schon ziemlich alt, so 70 Jahre oder so. Und seine Frau hat langsam so ein paar Anzeichen, dass sie vielleicht doch mehr ein bisschen Hilfe gebrauchen könnte. Und die Tochter Heike Makatsch, die kann das einfach nicht mehr stemmen, die Hilfe, weil sie arbeitet als Stewardess und hat eigentlich kein so richtiges Leben. Sie hat immer mal irgendwelche Beziehungen mit irgendwelchen Typen von der Arbeit und irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes. Und durch die Arbeitszeiten, die sie dort hat, kann sie sich kaum noch um ihre Eltern irgendwie kümmern und überredet ihren Vater, Dieter Hallervorden, dass sie doch mal ins Altersheim ziehen, ins Seniorenheim. Und dort gefällt es ihm aber irgendwie gar nicht, weil dort ist alles so durchgetaktet, da werden halt immer irgendwelche, was weiß ich, Kastanienmännlein gebastelt und irgendwie läuft alles nur darauf hinaus, die Leute noch ein bisschen zu beschäftigen, bevor sie dann irgendwie ins Gras beißen. Und das durchschaut er relativ schnell, das Spiel, hat er auch ein paar gute Kommentare, die er dann so rauslässt. Und er beschließt dann quasi dort wieder auszuziehen. Er will dort nicht bleiben und die Frau will er eigentlich auch mitnehmen. Und er hat früher, das wird irgendwie gezeigt, so
50er Jahre oder sowas, war er irgendwie der Läufer, der deutsche Läufer, der irgendwie alles gewonnen hat und Marathon und ganz, ganz weit vorn in der Welt und so. Und da hängen auch noch irgendwo so ein paar Poster von ihm rum. Und er beschließt dann jetzt doch wieder für den Marathon zu laufen. Es gibt ja in Berlin den Berlin-Marathon. Und da möchte er gern, oder da möchte er wieder mitmachen, damit er mit seinem Leben überhaupt wieder ein Ziel hat. Ja, er sieht es nicht ein, da irgendwelche Kastanienmännlein zu bauen und irgendwelche Herbstsachen zu malen, irgendwelche Blätter und sowas, so lange, bis es ihn irgendwann mal erwischt. Sondern er will seinem Leben noch einen Sinn geben und fängt dann halt an, wieder mit zu laufen. In dem Seniorenheim arbeitet auch ein junger Mann, gespielt von Frederik Lau, den wir ja schon öfters gesehen hatten in der Sneak Preview. Der, ja, er ist natürlich immer so ein bisschen hinhergerissen zwischen seiner Rolle auf Arbeit, die ihn dazu eigentlich zwingt, ja, den Leuten solche Flausen auszutreiben, damit sie sich nicht in irgendwelche Gefahr bringen, damit dann vielleicht durch irgendeinen Unfall irgendwas passiert und das Seniorenheim für irgendwas verantwortlich ist, und der Begeisterung, die er selber empfindet, weil eben der Dieter Hallervorden, wer ist eigentlich in der Rolle? Paul. Dass der Paul eben dann plötzlich wieder anfängt mit Laufen und wird dann, ja, so ein Freund, würde ich schon sagen, wird er für ihn. Und die Parallelgeschichte ist dann auch noch mit seiner Frau, weil der geht es dann manchmal wieder ein bisschen schlechter, mal wieder ein bisschen besser. Und sie schöpft aber auch durch ihn, durch seine Laufbegeisterung auch wieder Mut am Leben, weil sie hat früher immer quasi ihm die Zeit gestoppt und ihm immer gesagt, weil so ein Rennen ist ja nicht so, dass man einfach hier wie jetzt bei mir, bei dem kurzen Firmenlauf mit den 6 Kilometern, das ging, aber den 10 Kilometer drauf, den musste man sich schon ein bisschen leicht einteilen. Das ist natürlich nicht so weit wie jetzt so den Marathonlauf, da muss man sich schon ein bisschen mehr einteilen. Und wenn man jetzt nicht gerade irgendwie ein iPhone dabei hat mit Runtastic, was einem ungefähr sagt, wie die Pace ist, wo man dann genau weiß, ah, jetzt bin ich gerade ein bisschen über Pace, ich muss wieder ein bisschen langsamer machen, um Kraft zu sparen, oder ich bin unter Pace, ja, ich werde wohl meine gewünschte Zeit nicht schaffen. Ja. Das hat sie immer gemacht, seine Frau, die halt immer mit der Stoppuhr dann daneben saß und ihm immer zugerufen hat, wie er gerade liegt und was er machen soll und wie er es verändern soll. Und dadurch schöpft sie halt auch wieder neuen Lebensmut, dass sie sich dann wieder bei ihm einbringen kann. Und dazu kommt noch, dass die anderen Insassen in diesem Seniorenheim auch davon angesteckt werden, weil die natürlich da voll begeistert sind. Am Anfang klappt es natürlich so gut wie gar nicht. Also er läuft los und ist irgendwie da nach kurzer Zeit völlig am Ende. Und das kann ich auch durchaus nachvollziehen, weil wenn man jetzt neu anfängt, das ging mir auch nicht anders, als ich jetzt Anfang des Jahres wieder angefangen hatte. Das ist halt so, aber wie sagt dieses eine Bild, was da im Internet auch geteilt wird, jeder Schritt, den man läuft, ist ein Schritt mehr als was derjenige, der auf der Couch sitzt, nicht läuft. Ne? Also von daher dann lieber draußen, wenn es auch nur eine kurze Strecke ist, einfach mal laufen und beim nächsten Mal schafft man schon wieder viel mehr. Das ist echt die Lernkurve und die Leistungssteigerungskurve, die ist echt enorm da beim Laufen. Und so geht es ihm halt dann auch. Er kann halt immer weiterlaufen, größere Strecken, gewinnt dann auch so erste kleine Wettläufe. Und dann, wie natürlich der Filmname es auch sagt, dann kommt sein letztes Rennen, das, wo er noch einmal teilnehmen will. Und das fand ich auch richtig toll gedreht, da so richtig beim Berlin-Marathon. Das sind ja anscheinend echte Aufnahmen, die sie da gemacht haben, wo Dieter Hallervorden da mittendrin rumgerannt ist. Und das war schon richtig cool. Und eine sehr emotionale Geschichte mit einem sehr starken sozialkritischen Unterbau auch, mit dem Thema Altersheim, ja, was passiert dort? Schieben wir da quasi nur unsere Elterngeneration dann ab, damit wir Ruhe haben und unser Leben leben können, oder was passiert dort überhaupt, wie wird mit den Älteren umgegangen dort? Und weil viele, wie jetzt da auch in diesem Seniorenheim, was dort gezeigt wird, ich meine, denen geht es da nicht schlecht, ja, die basteln da halt den ganzen Tag rum und kriegen gutes Essen und so weiter, und wenn so mit der Pflegebetreuung alles soweit klappt, dann ist ja auch alles gut. Da gibt es ja dann auch manchmal so Fälle, dass da bei dieser
bei dieser Pflege, da ist ja auch einiger Nachholbedarf noch, was das angeht. Aber selbst wenn das alles so klappt, ist halt wirklich die Frage, ja, ob man das selber wollen würde, dass man dort seinen Lebensabend in so einer Tristesse dann verbringt. Und das sind wirklich einige Fragen, die der Film in der Richtung aufmacht. Und natürlich dann diese sportliche Geschichte auch, wie jemand, der 70 Jahre alt ist, auf dem Marathon trainiert, fand ich schon extrem cool gemacht. Auch gut gedreht. Ich glaube, die haben sogar mal im Flughafen Tempelhof, haben sie so die Anmeldezeremonie gedreht. Und ja, dann natürlich auch die Aufnahmen während des Berlin-Marathon. Ein ganz, ganz toller und sehenswerter Film. Ich habe ja schon viel davon gehört gehabt. Der war ja für etliche Preise nominiert, der Film, und hat auch viele Preise gewonnen. Und würde ich sagen, alles zu Recht gewonnen. Der Regisseur, der hat ja zum Beispiel auch den Film Nordwand gemacht. Den hatte ich damals in der Sneak. Da weiß ich allerdings jetzt nicht mehr, ob das schon in Stuttgart war oder noch in der alten Heimat. Und den fand ich ja auch schon ziemlich gut. Nordwand. Kennst du den? Sag mir was, ja. Ja. Schon mal was davon gehört? Sein letztes Rennen? Nee, jetzt zum ersten Mal tatsächlich. Echt? Okay. Aber klingt gut. Okay. Klingt gut. Ja. Dann, ich mag Dieter Hallervorden nicht so arg. Ja, der ist hier aber eine ganz andere. Der ist nicht hier der Komiker, sondern der ist wirklich ja, sehr, sehr zurückgenommen. Da gab es auch jetzt diesen, okay, Til Schweiger-Film mit Dieter Hallervorden. Den habe ich jetzt noch nicht gesehen, aber der soll ja nicht so gut sein, aber soll zumindest mal eine ähnliche Rolle gehabt haben. Empfehlenswert von mir, der Film Sein letztes Rennen. Ich gebe da mal 9 von 10. Toller Film. Gut umgesetzt. Sehenswert. Ich bin mir sicher, den kann man bestimmt sogar im normalen Fernsehen erwischen. Auf Sky läuft er auch ab und zu mal auf Sky. Emotion und ja, DVD, Blu-ray dürfte kein Problem sein, da ranzukommen. Kinocharts und Neustarts. Die Charts sehen hier in Stuttgart wie folgt aus. Auf Platz 10 die Pfefferkörner und der Fluch des Schwarzen Königs. Platz 9, Ich einfach unverbesserlich 3. Platz 8, der Lego Ninja Go Movie. Platz 7, Kingsman The Golden Circle. Platz 6 ist Logan Lucky. Platz 5 ist Mother. Platz 4, The Circle. Platz 3, Barry Seal, Only in America. Platz 2 ist der Bully-Parade-Film. Und wir hatten ja, glaube ich, letzte Woche Barry Seal auf Platz 1. Das heißt, wir haben eine neue Nummer 1. Das ist High Society. Gegensätze ziehen sich an. Deutscher Film mit Emilia Schüle, Janis Niewöhner und Iris Berben. Jawohl. Und diese Woche, am 28.09. starten folgende Filme hier in Stuttgart im Kino. Der Film S, den wir auch schon in der letzten Ausgabe ausführlich besprochen hatten und extrem abgefeiert haben. Sehr empfehlenswerter Film. Wer ein bisschen mit Horror was anfangen kann, obwohl es jetzt nicht ganz so schlimm ist. Dann startet noch Cars 3 Evolution. Da werde ich bestimmt rein müssen in den Film mit meinem Kleinen. Ist halt so ein Film für kleine Jungs. Zweites Sequel zum erfolgreichen Pixar-Franchise, in dem der rote Flitzer Lightning McQueen gegen eine neue Generation von Rennautos antreten muss. Ich hoffe mal, dass der Film besser ist als Teil 2, den ich ja furchtbar fand. Und ich glaub's nicht. Ansonsten war das der letzte. Der Trailer sieht schon nicht so schlecht aus. Also sieht schon ein bisschen ernsthafter aus. Wobei ich da so ein bisschen Bedenken habe, dass es nicht zu ernsthaft ist, dass vielleicht dann für die Kinder vielleicht nicht mehr so viel Spaß gibt. Aber ich werde es sehen, jetzt am Wochenende vielleicht. Mal gucken. Ja, am Wochenende gibt es noch eine Geburtstagsfeier und mal sehen, vielleicht am anderen Tag oder so. Mal gucken. Victoria und Abdul, ein historisches Drama über die unglaubliche, aber wahre Freundschaft zwischen Queen Victoria und ihrem Diener Abdul Karim, der zum engsten Berater wird. Rock My Heart. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Haben wir das letzte Woche schon vorgelesen? Nee. Vielleicht war es bei den Tipps dabei. Irgendwie so. Mit einer Teenagerin, die mit ihrem Hengst Rock My Heart an einem Pferderennen teilnimmt. Doch.
Ja, irgendwie schon, ne? Auch mit Dieter Hallervorden. Haben wir schon wieder in der, vielleicht, schon wieder in der Woche vertan? Nee, vielleicht hat sich da der Kinostart verschoben noch im letzten Moment irgendwie. Das kann sein. Ich bin ja, hast du nicht Cars auch letzte Woche schon vorgelesen? Aber wir sind doch hier 28.09. Das ist doch jetzt in 4 Tagen. Ja. Ja, dann passt das. Haben sich vielleicht irgendwelche Starts noch irgendwie verschoben. Nee, ist auch was von letzter Woche, oder? Ich glaube, wir haben letzte Woche die falsche Woche vorgelesen. Ja, das kann sein. Ach, wahrscheinlich, weil wir gedacht haben, dass wir nicht aufnehmen wegen... ich habe es, glaube ich, zusätzlich mitgemacht. Genau. Das kann sein. Genau. Also nächste Woche, kann ich mir merken, ist Blade Runner mit dabei. Okay. Jo, das waren also die Neustarts und die Kinocharts hier in Stuttgart. Sonst haben wir, glaube ich, nicht mehr so viel hier drin stehen in den Themen, so Serien und Games. Oh, doch. Steht nichts drin. Also das ist nur so was nebenbei zum Thema Serien. Ach so. Weil wer mir auf Instagram folgt und so, der weiß ja, dass ich eine sehr leidenschaftliche Köchin und Bäckerin bin. Und morgen startet auf Sky, ich mache jetzt eher Werbung für die US-Version davon, nicht für die deutsche, startet die zweite Staffel der deutschen Version von Masterchef. Aber im Anschluss, also es kommt eine Doppelfolge deutsches Masterchef, zweite Staffel, und im Anschluss kommt die Doppelfolge von der neuen 8. Staffel Masterchef USA und ich freue mich wie ein kleines Kind. Ich habe nämlich jetzt das letzte halbe Jahr ungefähr 4-mal oder so die letzte Staffel angeguckt, die 7. Staffel, weil ich mir da so viele Ideen und so raussuche, was ich kochen könnte und so ein paar Tricks abgucke, dass ich mich jetzt richtig drauf freue, dass die neue Staffel so zeitnah kommt, denn das Finale dieser Staffel in den USA war erst letzte Woche. Und die starten jetzt morgen schon mit der Ausstrahlung hier in Deutschland. Ich finde es super. Nur so für Kochfans, Masterchef, sowohl die deutsche, das ist ganz okay, also es ist halt deutsche Version, das ist meistens anders wie die US-Version, und eben danach die US-Version. Schaut mal rein, es ist echt eine ziemlich coole Cooking Competition. Mhm. Ja. Ich hatte auch schon mal reingeguckt. So. Ich fand es auch ganz cool. Hm. Also ich mag die US-Version also total. Ich habe ja auch das von dem letzten Gewinner, vom Sean, habe ich auch das Kochbuch da. Das ist schon richtig, richtig geile Küche. Also das nicht schlecht. Und ach, die deutsche Version, die erste Staffel war auch okay. Ja. Man lernt halt als Hobbykoch so ein bisschen so, man kann sich so das eine oder andere abgucken und die ein oder anderen Tricks hören, was man machen kann beim Backen oder beim Kochen beachten kann bei den ein oder anderen Gerichten. Deswegen, aber die US-Version, die ist halt echt top. Das ist halt das ist die geilste Kochserie, die ich je gesehen habe. Und ich bin total happy, dass morgen die 8. Staffel losgeht. Sehr gut. Entschuldigung. Fangirling. Ja, ich probiere ja auch immer viel aus. Ich habe jetzt zum Beispiel nach bestimmt 2 bis 3 Jahren probieren, habe ich endlich einen richtig guten Pizzaboden rausgekriegt, das Rezept. Mhm. Ja. Ich habe gestern, heute ist Sonntag, ne? Ich habe heute pochierte Eier gemacht. Ach so, das kenne ich. Ach, zum Frühstück, okay. Wir machen das manchmal zum Mittag. Da gibt es so ein Gericht, das kenne ich noch von meiner Oma, das heißt verlorene Eier. Ja, mit Sauce Hollandaise, ne? Nee, da machst du eine spezielle süß-saure Soße und da werden die auch so reingeschlagen, dass die sind. Ich habe halt ein Toasty genommen, schön Bacon, großgebratenen Bacon und dann ein pochiertes Ei drauf. Ah, okay. Mit ein bisschen Kräuter, Salz und Pfeffer. Ach, lecker. Ja, zu meinem Pizzateig übrigens noch. Ja. Es gibt bei Amazon spezielle Pizzableche. Mhm. Da habe ich mir 2 bestellt. Das ist auch eine sehr große Erleichterung. Also die haben dann sind so rund und an der Seite gehen die nach oben und sind so beschichtet. Das heißt, da braucht man nicht mehr irgendwie mit Backpapier oder irgendwelchen Sachen rummachen. Okay. Und du kannst dann den Teig direkt reinlegen. Genau, also der Teig, da mache ich ja so kleine, wie so Klöße. Ja, und dann lasse ich die noch ein Stück gehen und dann kann ich diese Klöße einfach da in der Mitte von diesem Blech und dann einfach so nach außen wegdrücken, ja. Das ist geschickt. Und den entscheidenden Hinweis hat mir nämlich ein
Ein Dönermann hat er mir gegeben, weißt du. Die Dönermann machen auch gut Pizza, machen gut Pizza, weißt du. Und oh, da habe ich, ich weiß. Und habe ich den nämlich mal gefragt, sag ich, sag mal, ey, was macht ihr da? Wie macht ihr das? Weil der hat immer so ein Stück da gehabt, so einen Teig, und hat immer ein Stück abgemacht und fing dann gleich an, und da war relativ schnell fertig. Ich sag, was ist denn da drin? Was ist denn das Geheimnis? Und da kam der entscheidende Hinweis, nämlich, also nicht das ganze Rezept, sondern nur der entscheidende Hinweis, was sich ändern muss bei mir. Und genau, und die Kinder, die sind voll begeistert, seitdem ich das, also ich habe ja da, sie waren ja immer meine Versuchskaninchen da bei diversen Misserfolgen, und ja, jetzt ist es richtig gut. Jetzt kann ich auch richtig schnell mal Pizza machen. Einfach den Teig zusammenrühren. Der geht nämlich total schnell. Ja, Pizzateig geht schnell. Ja, also wer mein Spezialrezept mal haben will, möge sich bei mir vertrauensvoll direkt an Eric@Kinocast. Das werde ich nämlich nicht öffentlich machen. Nicht, dass ich möchte es dann auch haben. Ja, kannst du gerne haben. Genau, das war das Thema. Jetzt brauchen wir noch einen Trailer dafür, für Kochen und Backen. Kochen? Und so. Ja, also, das war jetzt aus der Reihe. Ich hätte einen Applaus, weil es ein Applaus wäre. Oh ja. danke. Ja, aber wir haben ja auch das hier. Rätselecke. Jawohl. Die Auflösung von letzter Woche. Die war, ja, jetzt muss ich kurz gucken, ist da jemand draufgekommen? Ja, denn ich habe eine E-Mail erhalten. Eine E-Mail? Wow. Ja, ich fand das total super, weil der Mike und der Thomas hatten ja vor kurzem mal eine Diskussion, wie man das machen könnte, dass man eben das nicht vorher lesen kann, sondern dass einfach jemand tippt. Und in dem Fall hat der Mike das ganz clever gemacht. Er hat mir einfach seine Antworten zu den Rätseln per E-Mail geschickt. Ja, das ist natürlich eine coole Lösung hier. Also da, ja, also das gerne. Ist so einfach, dass man gar nicht drauf kommt auf die Lösung. Schickt doch einfach eure Antworten fürs Filmrätsel uns per E-Mail. Und wir lösen es dann in der nächsten Sendung aus, indem wir eure E-Mails vorlesen. Also am dann besten an dich sozusagen. Ja, am besten an mich, genau. Genau. Du koordinierst das dann. Genau. Sehr gut. Ach so, und was ist da nun? Also ich weiß nicht, ich glaube, deiner ist auch richtig, aber meiner ist definitiv richtig, denn der Mike hat getippt, Wavern, die Rückkehr der Drachen. Und das ist korrekt. Das war der Film, die Rückkehr der Drachen. Sehr gut getippt. Ein furchtbar schlechter Film, aber sehr gut getippt. Und bei dir hat er getippt, Zodiac, die Spur, oder die Spur des Zodiac, ja, oder Zodiac Killer. Gibt ja mehrere Verfilmungen vom Zodiac, aber er hat Klebstoff verwendet, um seine Abdrücke zu hinterlassen. Genau. Und keine Abdrücke in das Zodiac. Das ist richtig, vollkommen richtig. Ja, sehr guter Film. So, hast du ein neues? Ich habe ein neues. Hast du ein neues? Na klar, ich habe noch viele neue. Rätsel, habe ich genug. 60 Jahre hat er auf einer Militärstation verbracht, ganz versteckt und vor der Welt geheim gehalten. Doch nun entschließt er sich zur Flucht und springt in das erste Fahrzeug, das er sieht. Ich habe da eine Idee. Sag ich dir dann aber danach. Oder schick dir eine E-Mail. Genau. Ich habe auch eins. Um welchen Film geht's? Gib mir Saures, heißt das. Es ist Halloween. Der übermütige Kerl trägt eine Maske und die Leute erschrecken furchtbar. Doch am nächsten Tag setzt er die Maske nicht ab und auch nicht am übernächsten Tag. Ja, um welchen Film Film geht es? Ist er ein neuer? Ist das ein neuerer Film? Nö. Okay. Was heißt neuer? Also ist schon in diesem Millennium. Okay. Ja, ich dachte jetzt so aus den letzten 2 Jahren. Nee. So, sich nämlich, aber so aktuell ist das nicht hier. Okay. Ja, dann schreibt eine E-Mail an kate@kinocast.net und dann könnt ihr eure Lösung dort kundtun oder eure vermeintlichen Lösungen, damit die keine andere sehen kann. Jo. Und ich schau mal in den Briefkasten. Briefkasten. Und da fällt mir auf, dass der Mike ja geschrieben hatte, an den Thomas, seine Mail ist gerade raus. Also er hat es ja
Er muss die Sendung noch richtig anhören, also mit Bond wollte er richtig stellen. Also die haben nicht mit der, der hat nicht mit ihr geschlafen, sondern die haben nur rumgeknutscht und dann wurde sie auch nicht getötet, sondern hat nur einen Schlag auf den Kopf bekommen. Und stimmt, jetzt wo er sagt, ja, hat mir meine Fantasie einen Streich gespielt hier. Und der Spreewurm hatte eine interessante Frage. Den Spreewurm kenne ich noch von damals, der war auch sehr aktiv in dem Forum von der Sneak in Gera, wo ich ja auch lange, ja, das Forum gibt es sogar noch, aber macht keiner mehr was. Also ich habe zumindest die technischen Einrichtungen habe ich, halte ich weiter bereit, falls sich da jemand findet, der das gern weiter betreuen möchte, aber hat irgendwie keiner Lust gehabt. Ja, sehr verwaist das Forum. Und der Spreewurm wollte nämlich wissen, ob S in der Sneak Preview in UCI Gera lief und ich wusste gar nicht, ich wusste ihn gar nicht zuzuordnen und habe ihm dann aber geschrieben, dass ich ja jetzt in Stuttgart bin, seit 2009, also scheint er länger nicht reingeguckt zu haben und dass ich deswegen über die Sneak hier berichte. Der Alex hatte mich noch korrigiert, nämlich nicht Bill Paxton, nee, nicht Bill Pullman ist gestorben, sondern Bill Paxton. Stimmt, jetzt wo du sagst. Ich möchte natürlich nicht dem Bill Pullman nachreden, er wäre tot. Sondern, ja, er hat die beiden auch erst verwechselt, als er von Bill Paxtons Tod erfuhr. Und jetzt, da ich weiß, dass nicht nur Jessica Biel, sondern auch Bill Pullman in The Sinner mitspielt, werde ich mir die Serie auch mal anschauen. Zumal Erik ja positiv gestimmt war. Ja, bin ich auch noch. Also ich habe noch ein bisschen weitergeguckt. Finde ich immer noch sehr gut. Die Annemarie bei uns aus dem Fortsetzung Volk Podcast, die hat schon quasi die erste Staffel schon durchgeguckt und war da auch sehr angetan davon. Also The Sinner, durchaus eine coole Serie. Kann man mal gucken. Ja, dann ging noch mit einem Spreewurm hin und her. Welche Sneak? Oh, das, ja. Irgendwie ging das ein bisschen hin. Genau, die Steff hatte doch noch einen schönen Kommentar gehabt. Sie hatte nämlich in der Sneak Preview, sie geht nämlich momentan in Reutlingen und da hatte sie den Film Vorwärts immer in der Sneak und davon hatte sie vorher noch nie was gehört. Ich übrigens auch nicht, wo du es jetzt geschrieben hast. Der Film spielt 1989 in der DDR in Ostberlin, wo ein Schauspieler mit seiner erwachsenen Tochter lebt. Die Mutter ist in den Westen geflüchtet, als die Tochter noch ganz klein war. Der Vater war zu feige und blieb mit der Tochter da. Das nimmt sie ihm jetzt übel und möchte flüchten. Als der Vater aus Wut ihren Westreisepass zerreißt, muss sie sich über zwielichtige Kontakte schnell einen neuen besorgen. Dazu muss sie aber schnell nach Leipzig, wo Demonstrationen stattfinden. Honecker hatte gerade Schießbefehl gegeben, um dem Aufmarsch ein Ende zu setzen. Das wiederum erfährt der Vater, der gerade in dem Theaterstück Vorwärts immer den Honecker gibt. Er entschließt sich, als Honecker verkleidet, ins ZK zu schleichen, um den Schießbefehl zurückzunehmen. Das finde ich eine so absurde Story. Ich würde ihn gern sehen, den Film wirklich. Also das hört sich irgendwie ganz, ganz cool an. Er entschließt sich, sie ist sehr zwiegespalten, schreibt die Steff bei dem Film. Bei der Geschichte mit dem verkleideten Honecker hat sie Tränen gelacht. Das hat genau ihren Humor getroffen. Das war eine klassische Verwechslungskomödie. Die andere Geschichte der Flucht hat sich aber leider viel zu ernst genommen. Das hat ihr nicht gefallen. Es war wie zwei unterschiedliche Filme. Sie möchte positiv hervorheben die Schauspieler, nämlich Josephine Preuß, Alexander Schubert, den sie aus der Heute-Show kennt. Mhm. Der spielt Egon Krenz. Ach nee, als Egon Krenz und Schauspieler, der. Ach so, als Egon Krenz und Schauspieler, der Egon Krenz spielt. Sie ist leider etwas zu jung für das Thema. Es würde sie interessieren, wie der Film bei jemandem ankommt, der all die parodierten Personen kennt. Okay. Vielleicht hätte ich ihn dann besser bewertet. Da ihr der eine Teil aber überhaupt nicht gefallen hat und der andere Teil richtig gut, gibt es ja halt eine mittelmäßige Wertung von 5 von 10 roten Telefonen, die schwarz sind. Und ein Kommentar haben wir noch auf der Seite auf kinokast.net vom Thomas. Der hat ja letzte Woche quasi so eine Hü-Hot-Aktion gemacht, hier mit einem YouTube-Kanal, wo er irgendwie was veröffentlicht hat, irgendeine Filmbesprechung oder irgendwas, ein Spiel. Dann hat er aber im nächsten Kommentar gleich geschrieben, nee, das ist schon wieder weg oder so. Da hat er gemeint, ja, er muss sich jetzt gerade erst nochmal ein bisschen sammeln, der braucht etwas Zeit zum Regenerieren und befindet sich in Vorbereitung auf ein neues Projekt und er wird uns dann aber rechtzeitig mitteilen, was es dann ist. Und da bin ich da mal gespannt, was er da macht. Ja.
Okay, so, das war's mit den Kommentaren. Ich gucke gerade mal, ob hier auf den anderen Kanälen noch irgendwas eingegangen ist. Ist immer ein bisschen schwierig, das andere zu sammeln. Ich bräuchte mal so ein Dashboard, wie wir es auf Arbeit haben, für die ganzen Social-Media-Kanäle oder so. Nee, aber sonst war es, glaube ich, nichts weiter. Dann werfe ich mal einen Blick, was über unsere Amazon-Links so bestellt worden ist in der vergangenen Woche. Denn für die, die es nicht wissen, auf kinocast.net gibt es manchmal so Filmempfehlungen oder rechts auch so ein Banner mit Amazon. Wenn ihr euren Adblocker nicht eingeschaltet habt, seht ihr das auch. Und wenn ihr dann irgendwas davon klickt, dann bekommt der und dann auch was bestellt, dann bekommt der Kinocast eine kleine Provision und es hilft uns einfach so, die ganzen Serverkosten zu decken oder auch diverse Gewinnspiele, Portokosten für den Versand und was nicht alles so dazugehört. Das ist ja doch schon so einiges. Und ja, vielen Dank an den oder die, die folgende Sachen bestellt haben. Ein Otto Kern Signature Man Duftset, ein Stück. Gucken, das klingt wie ein Parfüm. Ja, genau, so ein Parfüm und Duschgel, glaube ich. Ein 5 Meter Cat6 Ethernet Kabel, Patchkabel mit zwei roten Steckern und ein USB 3.0 auf RJ45 Gigabit Netzwerkadapter. Ah, sowas bräuchte ich auch mal für meine Switch. Dann kann ich die gleich über Kabelnetzwerk anschließen, dann muss ich kein WLAN nehmen. Kann ja er oder sie, es bestellt hat, mal schreiben, ob das Ding gut ist, ob das an der Switch funktioniert. Ja, das waren die drei Sachen. Komisch, diesmal gar keine, irgendwie keine Filme schon seit langem mehr dabei, die hier bestellt werden bei uns. Seltsam. Naja, hast du noch was? Nö. Das war's. Chris ist nicht da, dass er hier Werbung machen könnte für seinen Pausentee. Da mache ich das mal. Hört mal rein bei. Muss erstmal hier seine Stimme schonen. Genau, da Chris muss seine Stimme schonen. Der hat ein bisschen die Erkältung weggefegt. Da geht gerade hier sowas rum. Meine Frau, die hat auch sowas. So ein ganz fieses Herbstdings, was da gerade so rumgeht hier irgendwie. Ich hoffe mal, mich erwischt es nicht. Aber ha, fit wie ein Turnschuh. Nee, kann jeden. Abwarten. Ja, kann jeden treffen. Die letzte Erkältung, die hat mich auch total weggefegt, als ich eigentlich total fit war. Aber es ist halt manchmal so der Virus oder so. Ja, aber hört nichtsdestotrotz, hört rein bei pausentee.net, weil ich habe beim Durchzappen gesehen, da läuft gerade wieder Eishockey. Ganz intensiv. Ich habe da jetzt noch nicht wieder Zeit gefunden, da so richtig reinzugucken. Aber der Chris und sein Mitmoderator, die werden da bestimmt die ganzen Spiele alle auswerten. Alles, was so wissenswert ist, was man wissen sollte. Die ganzen Gerüchte. pausentee.net. Ja, ansonsten haben wir eigentlich alles soweit durch. Wenn ihr. Ja? Ja. Ja. Wenn ihr Kontakt mit uns aufnehmen möchtet, dann könnt ihr das über die eine E-Mail-Adresse, die ihr vorhin schon gehört habt, kate@kinocast.net. Das ist die von der Kate. Meine ist analog dazu eric@kinocast.net. Den Chris könnt ihr auch erreichen, wenn ihr ihm schreiben wollt, hier gute Besserung und so. Das ist chris@kinocast.net. Und da könnt ihr auch, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wir haben früher manchmal so Fragen gekriegt, so auch lange nicht mehr der Fall gewesen. Was weiß ich, was ist euer Lieblingsfilm mit einer Hexe oder irgendwas, keine Ahnung. Oder bester James-Bond-Film. So als Diskussionsanregung für die Sendung könnt ihr uns ja reinwerfen. Ihr könnt natürlich auch, es gibt auf kinocast.net so ein Kontaktformular. Da könnt ihr quasi ganz anonym eine Mail schreiben, wenn ihr das möchtet. Das geht. Oder auf Twitter geht es auch. Einfach @kinocast. Auf Facebook gibt es eine Kinocast-Seite. Die habe ich jetzt in letzter Zeit immer wieder häufiger bespielt mit ein paar neuen Filmtrailern, was so rausgekommen ist und ein paar lustige Sachen, die ich so im Internet so gefunden hatte, die mir im Weg gelaufen sind. Da solltet ihr auf jeden Fall mal Fan werden. Ein Like dalassen, wie es so schön heißt. Und ja, ansonsten einfach irgendwie Kinocast googeln, dann findet ihr uns eigentlich bei allen möglichen Profilen, bei allen möglichen sozialen Netzwerken. Bei Pinterest bin ich, glaube ich, sogar auch mit Kinocast. Da habe ich, glaube ich, irgendwie ein paar Filmposter mit verlinkt oder so. Google Plus gibt es auch. Gibt sogar sehr viele Reaktionen immer mal. Also in Form von Plus-Einsen.
also Likes. Ja, ihr findet es schon, liebe Hörer. Ansonsten, ja, lasst euch gut gehen, lasst euch den Abend nicht von den Wahlergebnissen zu sehr vermiesen. Zumindest mal leben wir immer noch in einer Demokratie und da muss alles erstmal irgendwie in bestimmte Bahnen kommen und dann wird sich das schon irgendwie wieder richten von selbst. Und irgendwann werden die Leute auch dazulernen, die das gewählt haben, dass das nicht richtig war. Bis dann, nächste Woche hören wir uns dann wieder. Mal gucken, ob die Kate dann in der Sneak war. Ansonsten gucken wir mal, was das Heimkino so hergibt. Vielen Dank, Kate, fürs Mitmachen. Ja, gerne. Grüße an Chris, sag ihm gute Besserung und na klar, sag bis ich dann. Mit. Tschüss. Mach's gut, ciao. Bis bald im Kinocast.